Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Avatar Frontiers of Pandora. Ja, gestern kamen wir ja sehr gut weiter. Wir bekamen unser Ikran, auch wenn ich mich da ziemlich dämlich angestellt habe, um das dumme Vieh zu kriegen. Dann natürlich haben wir unser Fortschritt so gut. Mist, was ist diese Werbung? Bin mal gespannt, wie viele Missionen wir noch vor uns haben und wie weit wir die Map aufdecken, weil Da bist du ja. so wie ich es gelesen habe, ist es so, dass nicht die ganze Map im Spiel verfügbar ist am Anfang, weil über die Season Pässe oder jetzt mal den ersten Season Pass, erst Ende des Jahres ein neues Teil der Map freigeschaltet wird. Also weiß ich nicht, wie weit wir die Map erkunden können. Würde diese Unverschämtheit nicht dulden. So, dann gucken wir mal, was haben wir, was steht an. Wir machen die Mission mal. Wo müssen wir da hin? Fertige das Muster in Natus Anwesenheit an. Natus Brustbandage. Muss Quetschmoos verwenden. Natu hält sich in der Schaffenhöhle im Heimatbaum auf. Quetschmus. Quetschmus haben wir nicht, glaube ich. Von wem kriegen wir Quetschmus? Ich glaube, das ist ein Faser. Nee. Das war nicht so gemacht. Ah, das ist Quetschmoos. Gärtner muss lernen, zuzuhören. Unser Freund kehrt zurück. Findet man das Gewächs? Ups. So. Quetschmoos, meist offenbar auf Felsen in den Gewässern der Kingloervels. Seltenes Quetschmoos findet sich oftmals auf Felsen in den Gewässern am Färbekessel im Weberkreis, Gebiet des Kingloswalds.
Werbekessel. Okay, und wo? Stand da nicht Weberkreis? Doch. Das bedeutet... Hier in der Gegend müssen wir suchen. Hier. Das heißt, wir gehen mal dahin. Und dann suchen wir dieses Quetschmus. So. Ich muss dahin. Ja, in die Richtung. Felsen, sagen sie. Das heißt in die Richtung, ja. Das sind Felsen. Nicht gut genug.
es noch quetschen muss. Ich nehme die Mission als erst. Oder ich könnte auch die machen. Ich bin ja 7. Oder? Ah, ich mach mal. Schön dich zu sehen, Storm.
bist zurück. Vielleicht kommen die... Alma? Du siehst so anders aus. Ich bleibe die meiste Zeit mit euch verbunden. Ich gehöre zu euch. Ha. Du siehst anders aus. Und auch nicht. Ich habe mich nicht verändert. Aber du gehörst immer mehr zu den Na'vi. Ich hätte nie erwartet, dass sich uns die Aranahe anschließen. Und jetzt sind wir stärker als je zuvor. Das kam von draußen. Gib Bescheid, wenn du später ein paar Zielübungen machen willst. So begrüßt du nach all dieser Zeit einen Zarentu? Ich musste es selbst sehen. Er hat noch nicht einmal gezuckt. Furchtlos wie die Sesua. Oder einfach nur träge. Das kommt darauf an, ob ich das Ziel war. Mein Name ist Nessim Oloekdan von den Sesua. Und kein Krieger auf Pandora kann unsere Speere besiegen. Dann hast du uns nicht kämpfen sehen. Ich habe gehört, du hast diese Weber aus ihrem Baum gelockt. Aber die Himmelsmenschen zerstören unser Land auch. Wir kennen sie. Nur zu gut. Ich hole Alma. Sag, was du denkst, Ritnella. Wir haben denselben Feind. Wir kämpfen gemeinsam. Jemand wird euch aufsuchen. So wie unser Volk einst. Meine Schwester Minang jagt unter den Bögen der Feierlichkeit. Und da, lass den Drachen steigen, so wie unsere Reiter. Und sie wird zu dir kommen. Bereite dich vor, bevor du die Sesua Zahig aufsuchst. Der Weg zur Höhenprärie ist sehr weit. Wo ist denn mein Ikran? Der chillt hier. Ja. Och, der hat sich festgepackt. Nessim ist eine Kämpferin. Warum kämpft sie nicht öfter für uns? Wir mussten unseren Wert als Krieger beweisen. Die Sesua reiten schnell und warten nicht gern auf andere. Der Wind im Grasland ist zu scharf. Er durchschneidet die Berge. Raue Gegend hier. Also müssen die Sesua noch härter sein. Es wird anders sein. Aber wir sind für alles bereit. Du musst ohne deine Ikran gehen. Sie wird dir nicht ins Grasland folgen. Warum? Der Himmel dort ist dir fremd. Zu weit weg von hier. Du musst der Bindung trauen, auch wenn sie neu ist. Sie folgt dir, wenn du das Land und die Gefahren besser kennst. Wie kann ich dann reisen? Du wirst lernen. Wenn du bereit bist, zeigen dir deine Vorfahren der Sesua den Weg. Fliege erst einmal zu den Wasserfallklippen. Das Höhlensystem dort reicht bis ganz zur Prärie. Sonst geht's dem noch gut dahinter.
Danke für die Gaben. Oha, sehr qualitativ. Im Wald bleiben. Du bist Zaren, du. Hallo. Danke, dass du mich hier gesammelt hast. Ich hatte Angst, wir würden hier als Menschen. Danke für die Gaben. Ich habe etwas zu teilen. Sei gegrüßt. Es gibt in der Nähe Pflanzen, die dich heilen können. Okay. Danke für die Gaben. Das reicht für Nate, du nicht. Danke für die Gaben. Ah, hallo. Ich hoffe, der Wald macht dir heute Freude. Thank you.
Schwachstellen. Ja, jetzt ist er über dem Boot. Jo, die ist so richtig fett, die Basis. Hey, Sotle, ich nähere mich einer echt großen RDA-Basis. Im nördlichen Ginglor-Wald. Umgeh diesen Ort, wenn du leben willst. In der Basis gibt es mehr RDA als Ginglor im Wald. Und flieg auf keinen Fall zu nah ran. Die Flugabwehrtürme schießen deine Ikran sofort ab. Okay, ich werde mich vorerst fernhalten, aber... Was ist das denn überhaupt für ein Ort? Ich weiß nicht, was die RDA da tut. Priya und Talon könnten dir mehr dazu erzählen. Aber die RDA wird dich zerlegen, wenn du unvorbereitet bist. Wurdest doch gerade erst aus dem Kälteschlaf gerettet. Die Schläge dahin. Ist mega. Das ist wohl die Klippe. Da sollte eine Höhle sein. Ich muss allein weiter. Aber wir sehen uns bald. Da, der Höhleneingang.
cool. Das wäre interessant für das Herstellen von besseren Materialien und das Level zu verbessern, wäre das mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, das mache ich jetzt als nächstes. Überleben da, die allgemeine... Ja, ich glaube auch die Heilung, also das, die Gesundheit an sich, werde ich auch erhöhen. Und das finde ich auch sehr nützlich. Also ich gucke mal, dass ich bessere Waren von den Händlern bekomme, beziehungsweise von den Verbündeten. Signaldrachen. Und wo muss ich hin?
das Ego abschalten. Bist du Sarentu? Es gibt an diesem Ort eine äolische Windflöte, die Zuwendung braucht. Ich dachte, du könntest dich vielleicht darum kümmern. Nassim schickt mich. Ich suche nach der Zahik der Seswa. Und du hast sie gefunden. Du hast mir gefehlt. Minan, die Sarentu sind zurückgekehrt. Lass uns auf dem Wind reiten und am Feuer feiern. Wir haben eure Geschichten vermisst. Schwester, du musst ihm Zeit zum Anpassen geben. Er soll unsere Luft atmen, unsere Erde spüren. Die Sakru treffen. Wer sind die Sakru? Unsere Schützlinge und Beschützer. Heimat und Herz. Das Heim unseres Volkes wandert. Es ist niemals am selben Ort. Aber wir kennzeichnen den Pfad. Mit Drachen. So findet ihr immer nach Hause. Du denkst schon wie wir Seswa. Jetzt lernst du reiten. Wie wir. Finde ein Schreckenspferd. Egal welches. Wir binden uns nur kurze Zeit. Langsam, ruhig. Stell die Bindung her und spring auf. Ganz ruhig. Mit dem Wind! Folge den Drachen! Wir werden bald am Feuer fallen! Dank der Seswa-Zahik kann ich Schreckenspferde reiten. Unglaublich! Hast du es schon gesehen?
Schreckenspferden ist das anders. Die Verbindung ist nur vorübergehend. Oh, trotzdem ziemlich cool. Wie fühlt es sich an, eins zu reiten? Stark, machtvoll. Aber sie sind nicht so wendig wie die Ikra. Und fliegen können sie auch nicht. Nein, aber man kommt schneller durch die Ebene. Hier ist alles weitläufig und offen. So anders. Dann hätten die aber besser animieren können, weil der sitzt da wie ein übelster Dulli. Gegend sieht richtig schön aus. Das ist es! Gefunden! Sind wie ein Fluss. Sie ergänzen sich selbst dann, wenn sie sich messen. So jung und gelenkig. Verletzen Sie sich nie? Wir sind hitzköpfig, aber warmherzig. Wandern die Sakru, folgen wir ihnen. Und wenn sie rasten?
Der Boden weiß, wenn wir tanzen. Die Luft weiß, wenn wir lachen und singen. Ich wäre gern so stolz und kämpferisch wie ihr. Dann musst du mehr Sakrumilch trinken. Wir verarbeiten sie mit Disteln zu frischem Käse. Der reift dann mit würzigen Blättern. Und aus der Molke brauen wir Sanke, das Feuer für unsere Feste. Legenden nach sind Sakru-Felsen, die erweckt wurden. Seit das erste Sakru uns Schutz gewährt hat, kennen wir Musik und Freude. Zeit für eine Überraschung. Doch wir brauchen frische Sakru-Milch. Akurai hat welche. Bist du jetzt das... Über den Fluss wartet Arbeit auf mich. Gehört zur Überraschung. Sieh dich um und begrüße die Sesua. Unsere furchtlosen Reiter sind weithin bekannt. Und im Hort wartet schon jemand ganz ungeduldig auf dich. Ah, das Kind der Sarento. Der Klatsch eilt dir voraus. Hoffentlich guter Klatsch. Nur, dass deine Kriegskünste immer besser werden. Nichts Anstößiges. Ich kenne Kin. Er braucht etwas Milch. Och, Kin. Seine Scherze waren legendär. Aber seit Sosul weg ist, ist er ganz anders. Hier, frische Milch. Eine gütige Gabe der Sakru. Die Grundlage unserer Stärke. Wer ist Sosul? Kins bester Freund. Hast du es nicht gehört? Er ist jetzt der Bödenträger. Hat den Clan verlassen. Ich bin erst eine Sekunde in diesem scheiß Dorf und die... furchtbare Last. Ja, weißt du das noch nicht? Das war sicher sehr schwierig. Freunde und Verwandte zurückzulassen. Eine traurige Ehre. Er nahm unsere Bürden auf sich, damit wir reisen können. Dank Sosul wandern wir mit den Sakru. Ich habe 2 Punkte. Schläft sie? Ja. Ihr Name ist Koakte. Sie macht es wie ihre Eltern. Eine Koakte. Ihr habt euer Zelt um sie gebaut. Sie müssen tief schlafen. Mhm. Sie schlafen nicht nur, sie nähren sich. Irgendwann wachen sie auf, ziehen los und suchen Neuland. Und wir folgen ihnen. Ihr seid Reisende, wie meine Leute. Es waren. Ich kenne nur Geschichten über sie. Meine Mutter zeigte einem, wie man die Mähne eines Sakru kämmt. Er stolperte und fiel in ein Milchfass. Aber immer wenn sie uns besuchten, gab es eine Feier. Wir tanzten, kämpften und tranken Sanke. Dein Clan war willkommen. Und jetzt bist du hier. Wir werden wieder feiern. Oh, wir haben Schuhe jetzt. Geil. Hat unser Level sich geändert damit? Nee, nicht wirklich.
ich kann Accessoires drauf klatschen. Cool. Wieso gibt es hier ein Aufrufezeichen? Das verstehe ich nicht. Jetzt grün und streichen. Dein Schreckenspferd sieht so kräftig aus. Dein? Du sprichst wie die Himmelsmenschen. Sie halten alle Wesen für ihren Besitz.
aber sie gehört niemandem. Ich weiß. Sie sind frei. So frei wie wir. Und jedes ist einzigartig, genau wie du und ich. Sieh hier, Magdi Sakru. Bei ihnen findet sie Ruhe. Reitest du? Ich trainiere noch. Wer unseren Bräuchen folgen will, muss das Reiten meistern. Schreckenspferde bedeuten meinem Clan alles. Sie tragen die Zelte. Wir jagen mit ihnen. Wir kämpfen gemeinsam. Unsere Kriegsrufe schallen übers Land und versetzen unsere Feinde in Angst und Schrecken. Hab keine Angst, Sarentu. Das sind nur Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. Es könnte wieder so sein. Und wenn, werden wir bereit sein. Wir beide. Ich sollte mir die Kämpfe der Dogari ansehen. Sie werden jeden Tag besser. Käse gefällig, Wanderer? Damu sagt, er hat Zeichen einer Wanderung gesehen. Also kennt er die Sakro jetzt besser als du, Gru? Er ist was er sagt. Bist du Sarentu? Das muss ich... Deine Gesundheit hat Priorität. Merk dir das. Und diesen Ort. Merci. Die Milch. Für deine Überraschung. Gieß ein. Wie heißt er? Ah, Asu. Das heißt Bär. So wie diese hier. Er liebt sie. Asuk. Sieht nicht besonders lecker aus. Sie sind nicht zum Essen da. Durch sie fühlt er sich schön. Hier. Ist wach. Nur für dich. Ihr seid nun Freunde. Und Sakro, vergessen Freunde nie. Bist du jetzt das Haustier der Himmelsmenschen? Hörst du das? Die Schwestern sind zurück. Feiern wir mit Käse und Sanke. Trinken wir auf die Rückkehr der Sarentu. Jemand muss die Drachen steigen lassen. Eine Ehre, die deinen Leuten Freude machte. So werden es alle erfahren. Sei bereit, wenn die Sakru kommen. Wir sind Veränderungen gewohnt. Nehmen wir sie mit offenen Armen an.
Okay, ich bin jetzt so weit nach oben gelaufen. Zu weit weg für Sie. Und so bescheiden. Gut, ich brauche noch einen, da kann ich das Teil upgraden. Tonne neue Sachen. Ist ein Desaster. Der kann ja nur von Horn sein. Eigener Stil braucht Zeit. Was für ein Grund zur Heiterkeit. Ein Farbspritzer. Du bist hier für einen guten, ehrlichen Kampf. Okay. Ich werde heute nicht allzu lange machen. I
einer noch. Es ist ein guter Tag für neue Freunde. Der Feuerkäse, den wir letzte Woche vergraben haben, sollte reichen. Entschuldigst du mich kurz? Den Drachen darfst du steigen lassen. Zamsiu. Nun weiß es jeder. Wir sind Verbündete. Der letzte Besuch der Sarentu ist schon lange her. Ihr bringt neue Geschichten. Geschichten von Krieg und Widerstand. Diesmal erzählen wir sie zusammen. Wir führen denselben Speer. Wir reiten vereint. Also, was hältst du von unserem Land? Atemberaubend. Ich würde es gerne von oben sehen, aber meine Ikran antwortet mir nicht. Der Wind über den Ebenen ist gnadenlos. Die Ikran müssen sich sicher fühlen. Die Ikran-Reiter können es dich lehren, du findest sie in Ewa. In der Kammer der Echos. Nicht weit von hier. Vorbei am schiefen Baum und über den Hügel. Sie blasen wieder zu einer sinnlosen Jagd. Nicht sinnlos. Niemals sinnlos. Die Himmelsmenschen folgen immer einem Plan. Ich werde herausfinden, was sie wollen. Finde die Reiter in Ewa. Flieg deine Ikran. Wir greifen die Himmelsmenschen aus der Luft an. Cool. So. Verbinde dich mit Eva in der Kammer des Echos. Ah. Hi, hallo, wie geht's? Schön, dich zu sehen. Daylan, die RDA führt hier irgendetwas im Schilde. Ich sehe mir mal die Camps an. Laut Nesim holen sie mit den Zungen Nahrung aus dem Boden. Sie sind riesig, aber sanft. Du würdest sie mögen. Das glaube ich. Halten wir die RDA von ihnen fern. Ich überwache ihre Kanäle. Das ist Avatar Frontiers of Pandoras. Die Kim hat mich davon überzeugt, das Spiel zu kaufen.
Und ich muss sagen, es gefällt mir auch sehr. Es ist eher so ein Action-Adventure. Und das Spiel ist ziemlich groß und ich dachte, es ist von Ubisoft gemacht. Es wird irgendwo Bugs haben, so à la Assassin's Creed, aber bis jetzt habe ich noch nichts weiteres gefunden. Außer, als ich jetzt vorhin das Spiel gestartet habe, da hing mein Ekran einfach mal an der Wand, aber das war auch der einzige Fehler. Sowieso ist es eine gute Beschäftigung, da ich ja sowieso noch ein Zeitchen zu Hause hängen muss. Bei Call of Duty habe ich ja die Tarnungen fertig. Ich muss da hinfliegen. Und was gibt's bei dir so Neues? Mist, ich hab nicht gesehen, dass das Gegner sind. Das ist sehr problematisch, das hier. Mist. Ich wusste nicht, dass da Gegner wären. RDA führt hier irgendetwas im Schilde. Ich sehe mir mal die Camps an. RDA! Wieso? Schieß mal voll nicht. Es greift von der Seite an! Oh.
Wechselbilden. Scheint sicher zu sein. Okay, Daylan. Die RDA führt hier irgendetwas im Schilde. Ich sehe mir mal die Camps an. Sind dort Sacher? Laut Nassim holen sie mit den Zungen Nahrung aus dem Boden. Sie sind riesig, aber sanft. Du würdest sie mögen. Das glaube ich. Halten wir die RDA von ihnen fern. Ich überwache ihre Kanäle. Können wir mal wieder hier. Aufgepasst! Er stellt mit den Stoßzahn- und Klauenlagern Pläne für Lieferungen zum Posten. Hier ist zu viel los. Das ist zu auffällig. Koordinaten liegen bei. Hast du gehört, Daylan? Ja, aber. Und was ist der Posten? Owen haben wir wieder eine Base, die wir zerstören können. Da hinten ist auch noch eine.
Jo, die ist hier richtig weit. Das hast du am liebsten, oder Storm? Das war knapp. Los, Storm! Wieder fliegt wieder eine. Geschützt von zwei Helis. Das dürfte aber kein Problem sein. Nein. Puh. Oder so fängt und tötet sie Tiere für Profit. Taylor, spielst du schon wieder mit dem alten Walkie-Talkie? Tut mir echt leid, das war ein Versehen. Willst du denn wirklich kein neues haben? Eines, das auch funktioniert? Es fühlt sich einfach gut an. Es ist leicht. Einfach so vertraut.
Nein, ich bin so dumm. Das Problem ist, man hat sehr wenig Steckung hier. Mitbekommen. So, die haben das auch nicht mitbekommen. Mist nochmal. Fickt euch. Ich hatte auch die falsche Waffe. So. Hallo?
Zeit fürs Geschäft. Bringt die Fallen aus und prüft eure Visiere. Der Markt daheim ist riesig. Solange es von Pandora kommt, bezahlt jemand dafür, um es auszustellen. Sie wollen Trophäen. Die werden alles abschlachten. Wir müssen sie stoppen, Delan. Besseres Magazin. Sehr schön. Solche Blenddinger, oder? Okay.
Hier ist noch ein Landbordturm. Ja! Sabotier den Generator und verdeppere die Kühleinheit. Zerstör dann den Lüfter, bis Ruhe einkehrt. Also nach der Explosion. Das ist Stufling. Den
Blauen haben mich fast erwischt. Werden Sie noch bezahlen. Oha. Jetzt sieht's schon besser aus. Von den Steinsäulen weg, Leute. Ich will keine Samsons mehr im Wartungsstock sehen, es sei denn, sie sind mit Speeren gespickt. Steinsäulen? Oh, ich glaube, ich weiß, wo der Posten ist. Und wir haben einen Code. Ich muss nur rausfinden, was der öffnet. Aber zuerst muss ich den Schwestern von unserem Fund berichten. Sowieso gibt es hier kein weiterer Loot.
Okay. Die sind etwas stärker. Da kann ich nichts machen. Ist noch schon wieder mein I. Füße. Dieses Schreckenspferd ist mir ständig bereit. Die Sakru sind zufrieden mit unserem Gast. Dies. Du wirkst verstört, Krieger. Was konntest du entdecken? Tiere, gefangen und verletzt. Ich habe versucht, sie zu befreien. Sie töten sinnlos. Lassen das Fleisch verrotten. Ewas Nahrung macht sie krank. Ha! Sie sticht ihnen in den Magen. Sie nehmen nur, was sie anderen Himmelsmenschen verkaufen können. Als Trophäen. Sie haben keinen Respekt für das Leben hier. Harding ist ihre Anführerin. Sie ist grausam. Sie bringen alles zu ihrem Lager, jenseits der Steinsäulen. Wir werden es ihr mit gleicher Münze heimzahlen. Geh! Wir folgen so bald wie möglich. Bleib wachsam und kampfbereit, Sarentu. Du hast unser Zuhause gefunden. Und unsere Herzen. Was kommt noch alles jetzt, da die Sarentu zurückkehren? Es ist schön, wieder in der Herde zu sein. Nicht mit ihnen aufnehmen. Böse Falle. Kann ich einfach mehr klettern?
Chronicles the Rise of the Complete Video. Vielleicht möchte Tamu ein bisschen laufen gehen. Er muss sich sowieso mehr bewegen. So, ich komme gleich wieder. Ich gehe jetzt mal eine rauchen. Oder dann gucken wir. Ich werde höchstwahrscheinlich vielleicht aber noch eine Stunde zocken. Und dann gehe ich schlafen. Also Leute, bis gleich. Kann ich einfach mehr klettern? Ich bin bereit für den nächsten Sieg. Sie dürfen mich gerne herausfordern und an mir scheitern.
Thema für eine Prügelei zu haben. Vielleicht möchte Tamu ein bisschen laufen gehen. Er muss sich sowieso mehr bewegen. Nicht mit ihnen aufnehmen. Böse Falle. Langweilig werden, wenn man die ganze Zeit gewinnt. Mich gerne herausfordern und an mir scheitern. Ich bin immer für eine Prügelei zu haben. Vielleicht kann ich einfach mehr klettern. Langweilig werden, wenn man die ganze Zeit gewinnt. Bereit für den nächsten Sieg.
bisschen laufen gehen. Er muss sich sowieso mehr bewegen. So, dann bin ich wieder zurück. Ja. So. Ja, gut. Sarentu. Sie ist definitiv neugierig. Du weißt wirklich, wie man feiert. Es gibt immer einen Grund zum Feiern. Wir haben genug Sanke, um die Segelflugpanther zum Singen und Tanzen zu bringen. Erheben wir unsere Becher so wie die Speere. Wir sind nun eins in Geist und in Seele. Eins in Geist und Seele. Ja, in Geist und Seele. Vereinigt für immer und ewig. Überlebt alles. Bleib auf jeden Fall in Erinnerung. Ah. Eine Felsmalerei als Erinnerung. Sowas hat noch niemand gesehen. Nicht mal die Sesua, Sarentu oder Sakru. Ich helfe. Was brauchen wir? Wir benötigen Farbstoffe für die Clans. Unser Clan braucht Wolkenspuckersamen und deiner, Bärenfrucht. Tolle Farbe. Exzellent. Bring die Farbstoffe zum Fuß des Schwingenbergs. Wir werden etwas Besonderes malen. Immer beschweren Sie sich, wenn ich Humor... Ich glaube, ich komme nicht daran vorbei, diese Quest dann zuerst zu machen. Ich muss halt nur gucken. Oder ich fliege mit dem Ikran dahin und kriege ich wenigstens hier die zwei Fähigkeitspunkte für bessere Qualität. Wai ist eine Sesua, doch ihr Vater will sie nicht reiten lassen. Vielleicht hört Fayu auf dich. Ich sehe, das Leben erobert die Bauten der Himmelsmenschen zurück. Ist das dein Werk?
Ich weiß, es war dumm, Lied. Sarentu, du hast unsere Drachen gesehen. Naku und ich haben die schönsten Drachen gebaut. Unsere Liebe steckte in jeder Faser. Jetzt, wo Naku tot ist, kann ich keine Drachen mehr bauen. Ich habe alle unsere Drachen in die Tiefe geschleudert. Als ob mir das helfen würde. Vielleicht war es in dem Moment richtig, Erinnerungen loszuwerden. Töricht. Ein Impuls. Naku hätte mich beschwichtigt. Ich habe die Erinnerung an unsere Liebe beschmutzt, als ich die Drachen entsorgt habe. Vielleicht sind ein paar bei der zerschmetterten Brücke oder bei der Mutter der Flüsse und wurden nicht alle fortgeweht. Triff deine Wahl. Flieg. Das bin ich jetzt mal Stufe 8. Ich habe 3, das ist sehr gut. Weil dann kann ich hier... nochmal erhöhen. Stolz, wie unsere Drachen. Vor uns liegen große Veränderungen. Das ist wach. Falls du dich überlastet fühlst, lass gern etwas im Korb. Der Clan wird es zu schätzen wissen. Sessua reisen ohne viel Gepäck. Harmonie findet man, wenn der Rücken nicht unter der Last ächzt. Ich habe nur das Beste, weißt du?
Okay. Lass dich vom Wind leiten. Vielleicht sollte ich fliegen. Von meinem Ikran aus sehe ich die Drachen besser. Du bist besser nicht weit weg vom Lager, wenn sowas aufzieht. Die Sakro billigen dich. Und das reicht mir aus. Hier kommen nicht oft Besucher vorbei. Stil. Vor uns liegen große Veränderungen. Das fühle ich. Hast du den Salento gesehen? Hm. Wirklich? So. Es war eine gute Feier, wenn man sie noch drei Tage später spürt. Schick die Drachen hoch. Triff deine Wahl. Flieg hoch und stolz, wie unsere Drachen. Die Schwestern sind jünger als Kim. Hast du die Drachen gesehen? Natürlich, aus meinem Ikran heuer am Chillen. Schön, dich zu sehen, Storm. So. Schon die richtige Richtung. Das ist mein Level, ey. Rupkrähen.
Ja, jetzt wird's interessant, weil um die Missionen weiter fortzufahren, muss ich irgendwie mein Level hochpushen. Okay, ich schläge absolut in die falsche Richtung, merke ich gerade. Ja, ist schon fast richtig. Absolut richtig. Ja. Das muss dieser riesige Fels sein. Was für eine...
Das sieht gut aus. Ausgang gefunden. Nee, das muss von hier sein. Mensch, das ist echt verwirrend teilweise hier. Aber hier geht's keinen Weg. Oder übersehe ich was? Ah, hier. Gut, ich habe noch mal 3 Fähigkeitspunkte erlangt.
Das ist interessant, für noch eine Waffe zu tragen. Gut. So, dann fliegen wir jetzt hierhin. Voll komische Steinformationen. Schon wieder so einen Stützpunkt gefunden. Dapofit-Kapseln sind aus. Hier ist eine Art Abbaustätte. Ja!
Okay. Aufklärung. Mit einem Navi siehst du die Patrouille vom RDA-Einheit. Ah, sehr schön. Und wieder zwei Skillpunkte. Sehr, sehr schön. Damit kann ich hier mal eine vierte Waffe bei mir tragen. Chill. So, dann habe ich hier auch die Blume. Dann kann ich hier den nächsten Punkt setzen. Ja. Gibt es auch noch eine Fabrik? Dapofit-Kapseln mehr. Hier ist eine Ölanlage. Die ist nicht gerade klein. Das muss typische RDA-Design sein. Schürft Öl aus dem Boden und hinterlässt Abwasser. Nett.
Ja, ja! Das ist noch schon wieder eine Basis. Brauche mehr Dapofit-Kapseln. Noch ein ausgetrockneter See für die Ölgewinnung. Ist eine Stufe 8, die könnte ich gegen schaffen. Die war zu hoch. Das ist eine Stufe 8, die könnte ich schaffen. Hm. Weil momentan bin ich ja Stufe 8, ja. Wie viel Schaden machte? Mist. Also die neue Gegend, die ist rau. Also da ist es nicht einfach zu überleben.
Alter, so anstrengend. Es
muss versuchen, sie alle bei mir zu lenken, weil dann ist es viel einfacher, sie hier von der Nische aus zu killen. Es dauert halt etwas länger, aber zumindest schaffe ich es so. Komm, trau dich, trau dich. Weniger. Blendteile. Wäre fast schief ausgegangen. Jetzt fast umgebracht. Diese sogar.
habe ich noch genug. Sehr gut. Da gibt es noch einige.
Achtung! Nächste Position! Verstehe ich nicht. Hier drinnen soll eine Kiste sein. Aber wie kommt man da rein?
Sie. Alles klar. Evakuierung läuft. Ich glaube, ich war zu laut. Immerhin etwas haben sie da gelassen. Neues Sturmgewehr. Sehr schön. Ein Upgrade. Pläne. Sehr schön, das ist richtig gut. Statusbericht IH452. Gefunden in Hydroölextraktor Charlie. Status Wasserfiltration. Wasserstatus optimal für Transport zu Speicher. Erhöhte Abwassermenge, da höherer Reinigungsgrad angestrebt wird. Erforderliche Aktionen, Abwasserausgaben in Basen steigern. Status Ölförderung, Bohrer Alpha weist Roststellen auf. Beide Bohrer verzeichnen konsistente Ölausgaben. Erforderliche Aktionen, Wartung von Alpha empfohlen. Steigerung der Wasserhaltung für Alpha. Status Ölspeicher. Tanks in gutem Zustand. Keine undichte Stelle. Erforderliche Aktionen, keine Maßnahmen erforderlich. Bericht über Auswirkungen auf Umwelt. Wasserverschmutzung durch Filterung zerstört Wasserpflanzen und sorgt für Zerstörung der Umgebung. Erforderliche Aktionen, keine Maßnahme erforderlich. Bericht über Auswirkungen auf Tierwelt, drastische Reduzierung der Lebenswesen im Wasser. Erforderliche Aktionen, prüfen, ob wertvolle Exemplare vorhanden sind, gegebenenfalls bergen, andersfalls wie geplant fortfahren. Also das ist wirklich ein sehr netter Bericht. Ich muss was sagen, diese Eroberungen dieser Filteranlagen, Ölraffinerien und was weiß der Geier, sind anstrengend, sind richtig anstrengend. Man ist nonstop unter Spannung, die Teile da einzunehmen. Ich glaube, ich habe sonst nichts vergessen. Die Tür ist nicht offen. Noch eine Kiste. Hm.
Ich sehe mich immer gerne zweimal um. Es kann immer sein, dass ich irgendwas verpasst habe. Weil ich bin mir sicher, dass ich in den anderen Basen diese RDA-Module nicht genommen habe. Kann natürlich auch sein, dass die erst jetzt bei den schwierigen Aufgaben reinkommen. Hier liegt auch nichts. Ich habe etwas. Oh Scheiße, es ist schon fast wieder 1 Uhr. Ich glaube, das war auch die letzte Mission für heute. Ist das mein Ekran? Ja, das ist mein Ekran. Okay, ich denke. Kann es losgehen? Stimmt, ich komme auf die Mitte rum. Ich hoffe, es gefällt dir, Storm. Siehst du das? Thank you.
Okay. Muss ich zuerst die Brücke öffnen? Dann muss ich den Schlüssel öffnen. Fliegen wir! Und tschüss. Ja, ja! Ja. Diplomatisches Geschick verdiene zusätzliche Gunst durch das Abschließen von Quests und Aktivitäten. Ah, das ist sehr gut. Die Sarentu-Reiter helfen dir dabei. Fehlt. Hier gibt es noch drei weiteren. Und ich habe wieder zwei Skillpunkte. Drei im Ganzen. Das ist sehr schön. Die kann ich jetzt nutzen. Der Verzehr von rohen Zutaten stellt doppelt so viel Energie wieder her. Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe schon kein Feuer und das und das ist eigentlich gut. Das ist noch natürlich besser. Was habe ich eigentlich noch bei den anderen freizuschalten? Hier ist natürlich das verursacht 25 mit dem Kurzbogen eine Granate mehr. 10% mehr Schaden, das ist eigentlich auch ganz gut.
Zentralschulter von Sirenen Kapseln werden erhöht. Verdoppelt die Menge der Kochzutaten, die du von mir erbeutest. Verursacht 25% Schaden gegen Wildtiere, wenn du Bögen oder die Speerschleuder verwendest. Das ist das. Verdoppelt die Menge der Kochzutaten, die du beim Sammeln erhältst. Jagdpfeile zerbrechen nicht. Beim Abschlachten von RPS hast du Ersatzteile. Der Effekt von Kampfstärkung durch gekochtes Essen wird gesteigert. Beim Zubereiten eines Gerichts besteht die Chance, dass okay, die Dauer von Stärkung durch Essen wird weitere 25% erhöht. So, egal wie, würde ich auf Stufe 9 kommen. Das gucke ich morgen, das mache ich jetzt. Da sind wir jetzt Stufe 9. Ich habe noch einen Punkt. Ich habe das mit den... Okay, dann nehme ich das hier. So, das ist schon geil. Du erhältst zusätzlich 50% der... Also so langsam kriegen wir wieder den Bogen raus für die nächsten Missionen zu machen. Aber gut, es ist noch ein gutes Stück zu machen, also... Wenn wir die hier abschließen, könnten wir eventuell noch bessere Sachen noch bekommen für die nächsten Sachen. Zumindest habe ich schon eine ausgezeichnete Ausrüstung, das ist... Sehr gut. Jo, haben wir heute wieder einen guten Teil der Map aufgedeckt. Dann denke ich, für heute machen wir Schluss. Und ja, für heute, also wir werden uns in ein paar Stunden wieder hören. Dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht und wir hören uns dann demnächst.